Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Kescherreisen. Gestern habe ich mal wieder versucht, einen Where I Go Geocache zu finden. Das ist eine relativ seltene Geocache-Art und das Auffinden dieser Geocache-Art ist etwas anders als bei anderen Geocaches wie Traditionals oder Multi- oder Mystery-Caches. Und ich habe das gestern das erste Mal mit dem iPhone gemacht und musste dabei feststellen, dass es etwas anders ist als mit dem GPS-Gerät. Wie das Ganze mit dem iPhone funktioniert, darum soll es heute im Video gehen. Viel Spaß dabei. Wenn man die Geocaching-App öffnet, dann sieht man da ganz verschiedene Symbole. Und eins davon, was nicht ganz so häufig gibt, ist dieses Where I Go-Icon hier. Ein Where I Go-Geocache ist ein Geocache, bei dem es darum geht, mithilfe, ich sag mal, eines ortsbasierten Text-Adventures, Rollenspiels, Videospiels, zum Schatz zu finden. Das heißt, hier an den entsprechenden Koordinaten werde ich vermutlich den Geocache nicht finden, sondern ich muss erst verschiedene Aufgaben erfüllen, um an die finalen Koordinaten heranzukommen. Das kann sehr, sehr kreativ gestaltet sein. Das können bei Where I Go Geocaches Audiodateien, Videodateien, Texte, Bilder und so weiter hinterlegt werden. Das ist also eine schöne Art und Weise, das Hobby zu erweitern. Wenn ich jetzt also so einen Geocache finden will, dann brauche ich aber noch ein bisschen mehr als die übliche Geocaching-App. Und was genau, schauen wir uns jetzt mal an. Wenn ich diesen Geocache öffne, dann sehe ich hier ein Listing und hier ist ein Link drin. Da steht hier findest du die Cartridge. Das heißt, ich muss die erst laden. Ich brauche erst ein Spielmodul dafür. Und dieses Spielmodul, das finde ich unter diesem Link, aber ich kann damit nichts anfangen, wenn ich nicht eine entsprechende App habe. Deswegen gehe ich hier nochmal raus und zeige euch einmal die App Where I Go. Die gibt es kostenfrei im iTunes Store und da bei Where I Go kann ich mich genauso einloggen wie bei geocaching.com auch. Das heißt, ich kann meine gleichen Nutzerdaten wie bei geocaching.com nutzen, um mich bei der Where I Go Seite anzumelden und kann mir dann auch hier nahegelegene Where I Go's raussuchen. Und da habe ich dann da tatsächlich die ich auch gerade in der Geocaching-App gesehen habe. Nehmen wir die mal. Das Listing ist das gleiche. Und jetzt drücke ich mal auf den Link, der mich zum Download des Spielmoduls führt. So, ich bin jetzt hier, glaube ich, noch eingemeldet. Genau, sollte ich das nicht sein, müsste ich mich hier erst einloggen, um entsprechend was runterladen zu können. Und dann drücke ich aber hier auf Download, suche mir aus, für welches. Also es ist, fürs iPhone wird hier nicht angegeben. Ich habe gestern das Modul fürs Garmin Oregon runtergeladen. Das hat gut funktioniert. Oh, ein bisschen langsam heute. Jetzt geht's plötzlich los. So. Okay. Also, jetzt habe ich die App, das Modul runtergeladen und kann es jetzt starten. Brauche jetzt hier, also hier wird jetzt erst ein Test abgefragt, was die GPS-Genauigkeit angeht. Drücke ich mal auf Continue. Hier kann ich meine Spielsprache eingeben und die Einheit. So, und jetzt geht's los. Kriege jetzt noch einen, muss einen dreistelligen Code eingeben oder einen Code, der aus drei Zahlen mit jeweils 6 Ziffern, also 18 Stellen, besteht. Den finde ich in der Geocache-Beschreibung. Und dann geht es auch schon los. Also das könnte ich jetzt hier eintippen. Ich mache das jetzt nicht, weil ich den Geocache jetzt eh nicht spiele. Aber ich wollte einmal zeigen, wie das funktioniert. Du brauchst also eine zusätzliche App, die Where I Go App. Und du brauchst das jeweilige Modul für den Where I Go Cache, der in aller Regel, also das Modul ist in aller Regel in der App, ach Quatsch, nicht in der App, sondern auf der Geocaching-Seite, in der Cache-Beschreibung verlinkt. Und dann kann es losgehen. Also relativ einfach.
deutlich einfacher als damals beim Garmin Oregon. Und eine schöne Sache, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht gestern. Mich würde sehr interessieren, ob du auch schon Wear Echo Caches gefunden hast und welche deine Lieblings-Wear Echos sind. Ja, also wie du siehst, gar nicht so schwierig. Du brauchst, um Wear Echo Caches zu finden, also eine zusätzliche App, die heißt Wear Echo, ist kostenfrei im iTunes Store verfügbar und das Ganze macht wirklich viel Spaß. Es gibt sehr, sehr kreative Wear Echo Caches. Außerdem bringt es dir ein neues Icon in dein Profil, falls du noch keinen gefunden hast. Und in meinen Augen erweitert es die Spielmöglichkeiten von Geocaching enorm. Mich würde sehr interessieren, ob du schon Wear Echo Caches gemacht hast, welches deine Lieblings-Wear Echo Caches sind und was daran so besonders war. Schreib's gerne in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!